Und sozusagen dann halt eben auf Beute zu gehen. Und besonders hier in Mayfield habe ich da schon das ein oder andere Mal miterlebt, wie sie einfach so aus dem Nichts kamen und mich angegriffen haben. Wir verschwenden hier mal keine weitere Munition, sondern benutzen das Kampfmesser. Wo seid ihr denn, ihr Süßen? Wo seid ihr denn? Hier ist keine. Hey, genau. Putz mit, die nehmen wir mal besser nicht mit. Ein Ofen. Da ist eine Zündflamme drin, die nehmen wir mit. Und in dem Kühlschrank ist auch noch was drin, das nehmen wir auch gleich mit. Noch ein Staubsauger. Aha, ein Fokus. Ha, gemessert. Das hat Style. Okay. Sieht so aus, als ob hier nichts weiter wäre. Schauen wir uns mal oben. Und hier ist eine Red-Kakerlake. Die haben wir auch gemessert. Auf brutalste Weise. Grognak der Barbar. Pfeil. Aha. Ah! Tod. Forever dead. Oh. Oh. Schmutziges. Nee, das wollen wir nicht mitnehmen. Schreibtisch. Oh, ich muss wieder mal entschuldigen. Mann, muss ich eigentlich alles kommentieren, was ich hier finde? Ich glaube ja, ne? Sonst werdet ihr wahrscheinlich keine Ruhe geben. Ist ja ein Let's Play, ne? Hier muss man am Stück reden, die ganze Zeit rauf und runter, rauf und durch. Durchniss. Das ist Durchniss. Und hier ist nichts weiter mehr. So. Exakt. Eine Mine. Oh Mann, was ein Scheiß. So, hier ist nichts mehr, wenn ich das sehen kann. Schauen wir mal hier weiter. Mann, da fragt man sich ja echt, wo hat dieser Arkansas oder wie der heißt? Wo hat er nur die ganzen Landminen her? Wenn ich wüsste, wo die alles sind, dann würde ich mir die ja selbst holen. Gas bestimmt ein bisschen billiger. Das sind sie Unsichtbaren. Die waren insofern unsichtbar, weil sie nicht geleuchtet hat. Die standen einfach nur rum. Kaum zu verwechseln mit einer stinknormalen Landmine, die auch ich gelegt haben könnte. Eine Spillermine. Noch eine. Könnt ihr mal sehen. Oh, das hat mir sogar ein Level gebracht. Diese Musik ist immer so geil, so herrlich. Schauen wir mal, was es hier gibt. Sprengstoff. Das werden wir später als. Oder werden wir demnächst auch noch brauchen. Das mache ich mal vorsichtshalber auf 35. Das können wir auch noch mal höher machen. Was haben wir hier noch?
Sprache, das sollten wir auch erstmal noch. Wissenschaft brauchen wir noch nicht, weil jetzt können wir nämlich schon die dicken Dinger auf, die großen Dinger machen. So, das sollte reichen. Gut, was kann man jetzt als nächstes machen? 5% mehr Schaden. Nein. Sie erhalten 10% mehr Schadensresistenz. Ja, Schatzsuche, genau. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wo ist denn jetzt der. Wenn ich jetzt den Schatzsucher habe, dann brauche ich ja. Gibt es jetzt irgendwo auf der. Wie heißt das denn nochmal? Eine Sekunde. Ja, das ist es, der Schnorrer. Und den bekomme ich an Level 8. Na toll. Ja, toll. Brauche ich ja gar nicht. Was haben wir hier noch? Entweder mehr Schaden oder mehr aushalten. Tja, Leute, was sagt ihr? Okay, dann sage ich einfach mal, wir nehmen jetzt Härte, damit wir mehr aushalten. Versteht ihr? Okay, sehr schön. Das haben wir ganz toll gemacht. Und da wäre ich gerade beinahe eingelatscht in mein Optimismus. Das bin ich. Ich erschrecke mich vor mich selbst. Ich höre meine eigenen Fußschritte. Toll, ne? Oh, apropos Fußschritte. Es gibt bei Call of Duty ein Extra. Das nennt sich Leiser Tod. Das ist eine sehr beliebte Spezialfähigkeit, besonders wenn man Sabotage spielt. Und besonders wenn man Suchen und Zerstören spielt. Und gerade sind das. Corpus Delicti, die nenne ich das jetzt mal einfach, eingenommen hat. Boah Gott im Himmel. Das gerade eingenommen hat. Man sich auf eine schöne Camp-Position stellt und hinter dir irgendeiner ankommt und dich messert. Weil er nämlich stiller Tod hat und du hast es nicht gehört. Solche Features zum Beispiel gibt es bei Call of Duty. Und am schönsten ist es ja, wenn man eine Person, die es nicht bemerkt, verfolgt und dann messert von hinten in den Rücken. Und diese dann, sie ist total zu Tode erschreckt, wenn man sie verfolgt, aber richtig erschreckt und sich dann umdreht und dann einen in den Kopf einschießt. Das ist dann wohl der stille Tod, ne? Dann hören sie ihre eigenen Fußschritte und erschrecken sie zu Tode. Ja, und ich habe hier gerade so ziemlich das beschissenste gelabert, was es eigentlich nur zu labern gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schlüssel verhalten. Wir hören hier etwas, ein Radio. Sensormodul, genau das brauche ich eigentlich. Boah, das wiegt nämlich nicht viel und das, ja. Der Koffer, der ist leer. Ein Vorkriegsbuch. So. Radio ausgeschaltet. Toilettenwasser. Toilettenwasser und was ist das?
ist das ein Raider. Der hat es wahrscheinlich auch nicht. Der hat die Apokalypse anscheinend auch verpasst. Ein Ödländer. Der hat anscheinend auch die Apokalypse verpasst. Ein Spielzeugkasten. Oh. Ansonsten nichts Wichtiges. Und hier ist das Badezimmer. We're playing the song of the century. So, das finde ich auch mal lustig, ey. Wenn man ein Badezimmer mit zwei Türen macht, eine, die im Flur führt und eine, die in das Schlafzimmer führt, immer sehr lecker, angenehm. So etwas können sich auch echt nur die Amis einfallen lassen. Raus hier. Das stinkt. Ich mag es nicht, wenn es stinkt.